Hallo YouTube, hier ist euer DJ Patix oder auch The DJ Patix und heute kümmern wir uns um das Programm Paint.net. Es geht ganz einfach darum, dass ich euch Grundlagen zeigen werde, wie ihr ein iPod-Design erstellen könnt, also ein Design für ein iPod als Hintergrund und wie ihr dann eben auch wie es auf dem iPod ladet. Also, als erstes gehen wir mal auf Firefox, je nachdem was ihr habt, auf euren Internetbrowser. Dort geben wir dann ein paint.net und da kommt auch schon der erste Link und der ist von Chip. Chip ist meine Lieblings Seite, was Programme komplett angeht. Ihr könnt es auch auf der offiziellen Seite downloaden, dispaint.net. Da könnt ihr es downloaden und dort bei Chip downloade ich sowas immer. So, zum Download und dann warte ich hier eine Weile. Download Server Chip und dann zum Download. Und dann steht es hier und nimmt die Datei öffnen mit. Obwohl, ne. Könnt ihr Datei speichern? Oder eben öffnen mit Windows Explorer. So, und dann hier die Installer-Datei anklicken. Und ja, und dann installiert ihr es schon. Ich installiere es jetzt neu. Könnt ihr auch schnell gehen. Ich stimme zu. Paint.net steht kostenlos zur Verfügung, wenn Sie dafür Geld ausgegeben haben. Außer natürlich, Sie haben auf der Paint.net-Webseite gespendet, empfehlen wir, dass Sie um eine Rückerstattung bitten. Demnächst werde ich auch mit euch einen kleinen HTML-Text schreiben. Und das ist dann aber was anderes. Ja, gut. So sieht es dann bei euch aus. Der entfernt die bloß bei euch nicht. Ich drücke jetzt mal kurz auf Stopp, bis es hier weitergeht. Bis gleich. So, ganz kleine Pause. Wie ihr seht, Paint.net wird installiert. Und jetzt ist es auch schon fertig. Da oben ist es, wenn man es nicht so sieht hier. Können den wieder schließen. Und können dann warten, bis das hier installiert wurde. Ich installiere das jetzt mit euch. Dann passt es auch. Dann können wir das hier nämlich löschen. Ja. Da oben haben wir jetzt das neue. Gut, müssen wir bloß ein bisschen. Hier könnt ihr spenden. Was ich schon getan habe. Ich habe 5 Euro gespendet. Besser als nichts. Weil das Programm wirklich geil ist. Also kann man euch empfehlen. Paint.net. Morgen werde ich ein Unboxing rausbringen von einer iPod Docking Station. Und ja, können wir gleich auf Paint.net starten und fertigstellen. Gut, dann gehen wir auf Neu. Und geben hier, ich weiß nicht mehr genau die Maße, das war glaube ich 150 auf 300. Ah, bisschen zu klein. 280 auf noch was. Na, ich gehe auf Öffnen. Ich werde euch die Vorlage hochladen auf meine Homepage und öffne meine Vorlage. Guck, also wirklich kaum Unterschied. Dann gehen wir auf die Vorlage. Und schon haben wir unseren iPod-Hintergrund. Dort können wir jetzt verschiedene Texte einfügen oder sonstiges. Ich will mir ein neues Design machen, deswegen suche ich mir hier jetzt 2 Farben aus, die ziemlich gegensätzlich sind. Das eine hell und das andere dunkel. Gut.
Dann kann ich mir hier jetzt noch eine Farbe auswählen und dann den Text, den ich hier oben haben will. Egal, wo ihr den haben wollt, könnt ihr überall hinsetzen. Schreibe ich euch nicht vor oder so, sondern macht das, was ihr wollt, natürlich. Gut. Naja, das ist ein bisschen zu groß, aber 36 müsste passen. Gut, gehen wir noch big, intuitiv. Und schon haben wir so ein kleines Design. Also schon mal so einen kleinen Text. Können wir da noch ein Kästchen drum setzen, wenn wir wollen. So. Dann können wir hier noch einen Text einsetzen, den wir natürlich kleiner schreiben sollten. Sollten ist gut. Ich kann mal gucken. Ja, doch, Text. Dann können wir hier eine kleinere 20 nehmen und setzen uns dann zum Beispiel. Das könnten wir dahin machen. Machen wir einfach ein Minus und schreiben dort dann hin, was wir haben wollen. Also. Muss ich gerade mal überlegen. Club, Techno. Und das davon jetzt noch wegmachen. Mach das lieber so. Setz das so mal in die Mitte. Und New Style Mix. Sieht ja schon mal cool aus, oder? Gut, dann setzen wir hier noch eine coole Form drum. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Drücke ich STRG und Z. Gut, dann kann ich ja fortfahren. Und es sind schon 7 Minuten vorbei. Für das iPod hochladen brauchen wir vielleicht 2-3 Minuten. Und da können wir noch ein bisschen was tun. Ich benutze gern die Effekte, und zwar künstlerisch und Bleistiftskizze. So. Dann können wir hier unten noch eine kleine, wirklich eine ganz kleine Copyright-Zeile hinsetzen. Von 9 oder so. Und dann Copyright by. Bei DJ Patix Designs. Oh. So, passt doch. Und dann können wir auf Datei speichern unter und dann die Vorlage. Und zwar nennen wir das jetzt einfach DJ Patix Hintergrund. Das
2 iPod. So. Und drücken auf OK. Kann das schließen. Nun kommt's zu dem anderen Teil. Und zwar wir dann hier rein und suchen uns ein. iTunes. Öffnen iTunes. Und dann wird's erstmal synchronisiert. Bei euch wahrscheinlich. Aber meiner ist schon synchronisiert, oder? Nee. Synchronisiert noch. So. So, na, der ist schon fertig. Gleich. So, jetzt. Jetzt gehen wir hier auf Fotos. Suchen uns einen Ordner. Wir müssen hier auf Bilder. Ziehen das in unseren Ordner. Gehen hier auf die JPEGs. Also auf den Ordner, wo das drin ist. Und gehen auf Synchronisieren. Allerdings habe ich einen Tipp für euch. Weil es funktioniert nur bei Bildern, die Größe vom iPod haben. Also die Größe vom iPod-Bildschirm. Bei anderen Bildern funktioniert das nicht. Gut. Theoretisch. Gut, dann, das dauert etwas. Aber das ist normal. Kann passieren, dass es aufhängt, genauso wie meins jetzt. Aber das ist quasi normal, weil das eben sehr viel lädt. Gut. Ich habe mein iPod jetzt angeschlossen. So, hat sich jetzt aufgehängt, wie ihr alle seht. Ich drücke mal auf Pause.